Hallo meine lieben YouTubis und herzlich willkommen. Ein ganz, ganz kurzes Video und zwar bat mich doch meine liebe Seelenverwandte, die Hillu, mal ein Video darüber zu machen, dass man doch am liebsten auch mit seinen Pferden sprechen sollte und sie ganz, ganz oft loben sollte und das wäre doch so schön und sie würden das auch verstehen. Und sie hat jetzt eine neue kleine Stute, die Maggie, und das Vertrauen war zu Anfang noch nicht so groß und sie berichtet immer so schön, wie jetzt das Vertrauen wächst und wächst und wächst und wie sie immer mit ihr spricht und sie auch um etwas bittet, wenn sie etwas möchte und sich bedankt, wenn das Pferd auch ausgeführt hat, was sie möchte. Und das finde ich ja so wunderschön, weil das ist genau das so, wie wir mit unseren Pferden umgehen sollten, mit Respekt und ganz, ganz viel Liebe, denn Pferde verstehen vielleicht jetzt nicht die Worte, aber die Worte, die so von Herzen kommen und so, das verstehen sie doch, weil Tiere auch aus der Aura lesen und die Aura spiegelt ja auch das wieder, wie unser Gemütszustand ist und die nehmen das auf. Pferde sind hellsichtig und Tiere sind immer hellsichtig und die wissen ganz genau, was wir zu ihnen sprechen, weil es wird durch die Aura praktisch in ihre Sprache, in ihre Bildsprache übersetzt. Sie können das lesen. Und wenn wir mit ihnen wohlgesonnen sprechen und von Herzen sprechen, das kommt bei den Pferden an. Genauso, wenn wir sie viel, viel loben. Unsere Aura wird dadurch ein anderes Farbspektrum annehmen oder wie auch immer die Pferde das wahrnehmen, als wenn wir böse auf sie sind oder gedankenlos oder in Gedanken versunken und das gar nicht ernst meinen. Das merken Pferde und merken Tiere auch, was wir ernst meinen, was wir nicht ernst meinen, wenn wir nicht oder auf einer niedrigen Frequenz schwingen oder einer hohen Frequenz. Und wenn wir sie loben, mit ihnen wohlwollend sprechen, dann schwingen wir auf einer hohen Frequenz. Und dann heben wir auch die Frequenz unserer Pferde. Dadurch heben wir auch unsere Pferde geistig an. Das ist ganz, ganz wichtig, um sie auch in eine höhere Ebene zu bekommen. Da werde ich noch ein Video zu machen, dass Pferde oder Tiere auch aus ihrer geistigen Frequenz auf eine höhere Stufe kommen können durch unseren Support, durch unsere Unterstützung. Und da gehört eben halt dieser positive Umgang mit dem Pferd und auch, dass wir unsere Pferde bestätigen, an sie glauben, das gehört einfach dazu. Und deswegen fand ich das auch eine ganz, ganz wichtige Message und da hat sie auch vollkommen recht, das muss einfach mal erwähnt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten, abonniert meinen Kanal, schreibt Kommentare, Fragen ab, und drückt das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Heute ist es mal ein bisschen kühler als sonst. Es ist wirklich mal eine Erfrischung. Es hat tatsächlich auch mal geregnet nach dieser super langen Trockenperiode hier. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Go vegan sowieso und Namaste. Tschüss, meine Freunde. Ich habe hier noch die Hundeleine in der Hand. Tschüss.